und weiter gehopst in Yakuza 3 Remastered. Wir sind auf der Suche nach einem Mädchen namens Saki, glaube ich, war der Name. Ich habe alles vergessen, nachher steht so. Also, wir sollten rausfinden, was mit Saki passiert ist. Und wir wollten jetzt in den Bezirk laufen von den Schlägern, die. Von dem Typen, die nicht bei dem Ryuku-Clan mitmachen. Und dessen wahrscheinlich. Uns nicht so mögen, wir uns wahrscheinlich gleich tausendmal durchprügeln wollen. Was? Man on a business trip. Also, ja, ist auf eine Geschäftsreihe. Wir sind fertig mit der Arbeit. Lass uns zu einem dieser Okinawa-Hostess-Clubs gehen, von denen ich so viel gehört habe. Ich habe hier keine gesehen. Hast du? Wenn ich drüber nachdenke, auch nicht. Ich frage mich, wo der Rotlichtbezirk ist. Meine Herren, suchen Sie bei einem Hostess-Club? Dann brauchen Sie, dann gehen Sie einfach zum Hatsumachi. Hatsumachi, wo ist das denn? Das ist einfach nur in der Katayu Street und über dem Fluss. Es ist ein kurzer Spaziergang. Tatsächlich kenne ich einen sehr guten Club an dieser Richtung. Soll ich Sie wieder hinführen? Die Mädels dort sind die absolut besten. Wirklich? Das klingt großartig. Bitte führe uns. Großartig. Ich hole mein Auto. Warten Sie bitte hier einen Moment. Ich bin in einer Minute wieder hier. Ich kann nicht glauben, dass man es einfach dahin fährt. Die Leute in Okinawa sind wirklich freundlich. Alter. Ich glaube, davon habe ich auch schon mal gehört, aber eigentlich in Tokio, dass die dich halt in irgendwelche komischen. Irgendwelche Nachtclubs führen. Und das denn da gut überteuerte Preise sind. So. Oh, beinahe überfahren. Immerhin können sie gut bremsen, diese Japaner. Oh. Eine besorgte ältere Frau. Rikaya, oh, gedankt sei es dem Herrn, das bist du. Etwas Schreckliches ist passiert. Ja, ist klar, ist klar. Beruhig dich mal und erzähl mal, was passiert ist. Es ist Saki. Oh, was ist mit ihr? Ich hab sie gesehen, ich hab sie von dem Hatsumachi mit irgendeiner Frau gesehen, die ich niemals zuvor gesehen hat. Es fühlt sich alles etwas seltsam an, die ganze Geschichte. Du bist dir sicher, es war sie? Oh ja, wenn das nicht der jüngere, freundliche Herr von vorhin ist. Das muss das Schicksal sein. Ah, jetzt weiß ich mal, wir haben keine Zeit für irgendwelche Flirtaktionen hier. Versuch dich zu konzentrieren. Wo hast du Saki gesehen? Sie kam aus dem Geschäft in der, einer Kreuzung mit einem... Mit einer Frau, die komplett überkandidelt angezogen war. Ich frage mich, wer sie war. Vielleicht Sakis Mutter. Na dann. Glaubst du wirklich, dass sie zurück ist? Hm, schwer zu sagen. Die einzige Möglichkeit, wie wir es sicher rauskönnen, ist, es hinzugehen zu fragen. Ich denke auch. Na du, nebenbei bemerkt Rikaya, hast du heute Abend eine Party? Was, eine Party? Oh nein, es ist der Boss Geburtstag. Wir waren so abgelenkt, dass ich das total vergessen habe. Der ist nicht gerade in der besten Laune für eine Feier, wenn wir den Saki nicht finden können. Außerdem, wir tun uns ja keinen Gefallen, wenn wir doof rumstehen. Los, lass uns gehen. Du hast ja recht. Wir müssen sie zurückbringen und selbst wenn es nur für heute ist. Lass uns bewegen, größerer Bruder. Also die Story ist, dass der... dass wir ja die Ziehtochter eines Yakuza-Bosses verfolgen, die... Oha. Die aber eigentlich aus einer anderen Familie kommt, weil von nämlich irgendwelchen Leuten, die in Yakuza mal Geld geschuldet haben. Aber der Vater irgendwie ein Säufer war und die Mutter hat sich irgendwie nichts gekümmert und hat immer irgendwie anderen Kerls bei gehabt. Oh, wäre falsch. Und... deswegen hat der Monsieur Yakuza-Boss sich entschieden, sie aufzunehmen. Ja, der örtliche. Von den Dings. So, ich könnte Fruchtsaft kaufen. Ja gut. Ja, vielen Dank auch dafür und schön dann noch. Ja, und jetzt ist die Story, dass eventuell die Mutter wieder da ist, um die Tochter wieder an sich zu nehmen. Warum auch immer. Wahrscheinlich kommt am Ende raus, dass die Geschichte komplett... Das ist da, wo das rote Licht leuchtet. Wahrscheinlich kommt am Ende raus, dass alles total harmlos ist und dass in Wirklichkeit nur sie ihre Mutter gefragt hat, gemeinsam eine Überraschung mit ihm zu machen und das alles komplett übertrieben ist. So, was hat er hier? Es gibt einen Truck, der immer an diesen einen besonderen Ort vor dem Hatsumachi geparkt ist. Ich habe gehört, das ist voller sehr seltsamer Güter. Und was denn zum Beispiel? Ich bin mir nicht genau sicher, aber es gibt immer einen komischen Galgenvogel, der dabei rumhängt. Also könnte es einfach alles sein. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie irgendwas da bewegen. Ich denke mal, dass sie nicht gesehen wurden, weil ich noch nie ihre Gesichter gesehen habe. Aha. Hatsumachi, das ist aber nicht der Hostclub, wo ich da... Den Fall, oh Gott, das ist ein Ende von ganz schlimmen Rücken.
Ich wurde übrigens auch noch nicht überfallen von irgendwelchen Möchtegern-Yakuza. Ich bin schwer überrascht. Weil in der Regel passiert das eigentlich so gefühlt alle 2 Minuten, wenn ich irgendwo langlaufe. Ah, guck mal, der fette Typ da hinten, der sieht doch so aus. Na, da haben wir es doch. Warum guckst du mich so an, du Typ? Soll ich dich umhauen? Ich hätte ja schon fast schon gedacht, wir kommen hier ohne Prügelei raus. Hilft mir eigentlich alle Dings da muss da mit. Oh, ich muss X drücken. Auch schlecht, ich habe gerade schon getrunken. Ich glaube, genau den gleichen Kampf hatte ich doch schon mal an der Stelle. Muss ich vor allem jetzt dieses Chef drin, diesen Typ aufs Maul hauen. Der war anscheinend nicht allein. Oh, guck mal hier, Dingsboost ist das... Dafür, dass es der stärkste Kämpfer seines, seiner komischen Familie sein müsste, müsste er den Typen noch easy kaputt machen können, oder nicht? Ja, es ist alles kleiner hier auf Okinawa. Na gut. Uff. Du bist wirklich stark. Ich, mal sehen das mal. Ich habe ein... Was? Speedy Top Quality Charcoal? Also ich kann dir alle einzelnen Wörter übersetzen. Also es ist ein schnelles, Hochqualitäts Holzkohle. Hä? Was habe ich gerade gekriegt? Ah ja. Was kann das? Es, kann ich nicht benutzen. Du könntest einen Nageln dieses dichte Stück Holzkohle reinhauen. Na gut, besten Dank. Warte, ich könnte kurz gucken. Ich weiß gar nicht, ob es in diesem Spiel Waffen gibt. Nee, gibt's nicht. Im Hintergrund ist übrigens der Eisbär vielleicht schlecht zu hören, aber er kommentiert heute mit. Beziehungsweise. Oder Mecker von hinten. Nee, halt das Ziegel. Halt die Stippe. So, sind, die Typen da hinten sehen auch schon wieder verdächtig aus, oder? Doch nicht. Man kann sie einfach umlaufen. Na gut, dann wollen wir mal gucken, was bei dem Supermarkt da ist. Ich glaube, das ist aber auch nur in diesem Bezirk, wo ich überhaupt überfallen will. Weil vorhin... Ach ja, hier. Hey, du da! In diesem komischen, kitschigen Shirt. Hä? Huh? Hey. Oh, shit. Welcher von den beiden? Wer bist du denn? Ich, sagt ein aggressiver Mann. Wer zur Hölle ich bin? Sag mir nicht, du weißt, sag nicht, du wartest hier durch das Tamishoro-Familienterritorium und weißt das nicht. Tamishoro? Nee, habe ich noch nie gehört. Ich versuche mich normalerweise von Yakuza entfernt zu halten. Warte, ich muss mal kurz das Wort Tamishoro hier schreiben, vielleicht wird es ja nochmal relevant. Das denkt man bei den Yakuza öfter, dass sie selber nicht wissen, wer sie sind, weil sie fragen so... Sie fragen so oft, ob man nicht weiß, wer sie sind, dass ich auch glaube, dass sie partiell auf jeden Fall dement sind. Hallo Slytherin Boy. Es ist anscheinend ein Tamashiro-Schläger. Bullshit, es ist so klar wie der Okinawa-Himmel, dass du was du für zum Leben machst. Ich erzähle dir die Wahrheit. Und selbst wenn ich ein Yakuza war, ich bin hier nicht auf der Suche nach Ärger. Nun schlage ich vor, dass ihr uns verlasst. Oder sonst. Warte, ist das Rikaya hinter dir? Du, das ist dein kleines Versteckspiel funktioniert auf mich nicht, du Ryo, du Arschloch. Ah, verdammt. Ich wusste es doch. Kein Yakuza, mein Arsch. Wenn du kein Yakuza wärst, dann würdest du nicht deine Zeit mit diesen drei Ryudo-Zweiglingen verbringen? Sap? Ich glaube, es ist eher im Sinne von pur Sap, also... Sind Hawaii-Hemden so ein Ding in der Zeit gewesen? Weil da hinten läuft doch so eine mit dem Das Spiel spielt 2007. Das ist nicht so lange her. Aber... 2007 Hawaii-Hemden, Mode? Ich meine... Jürgen von Nippal das Zeug immer getragen. Also Okinawa ist ja quasi in Taiwan. Das ist jetzt von Hawaii ein bisschen entfernt, aber auch nicht so. Und es ist die Gegend zumindest passt so grob. Ich glaube, es soll einfach nur zeigen, dass Keio auf Urlaub ist. Und keine Ahnung, was mit ihm los ist, dass vielleicht Verirrungen hat. Aber guck mal, die guten Männer haben hier immer einen Schniekeanzug an. Wo ist eigentlich Machima? Machima ist zurück in Tokio und tut Dinge. Der kam auch schon vor. Ganz kurz. Hat er immer noch seine schönen Anzüge? Ja, er sieht immer noch genau gleich aus. Ich weiß nicht, ob an diesem Teil überhaupt noch großartig vorkommt. Was? Moden können speziell sein? Aber Hemden sehen schon immer scheiße aus. Ach, guck mal, sie geben direkt zu. Du willst also das Kind zurückhaben. Ha? Huh? Welches Balk? Ich habe keine Zeit für 20 Fragen, Schlampe. Los, Jungs, zeigen wir ihnen, was wir hier mit Eindringen tun. Das kommt mir gerade bekannt vor dieser Serie. Tamishoro Family Schläger. Familienschläger wahrscheinlich. Ich habe noch nicht mein Buch. Wie oft mal? Oh fuck.
könnte ja gar nichts. Achso, das sind eben mehr als drei, okay. Oh, der da hinten hat mehr. Und hat er grad übel den Samurai-Move gemacht mit diesem Bodentritt da? Ich glaube, er denkt, er ist ein Samurai. Oh, warte. Na, und er war kaputt. Die anderen Typen sind ja schon alle down. Tolle Familienschläger. Echte Helden. Verdammt! Dieser Kerl ist wirklich sein Spinat, hä? Täglicher Disclaimer, dass diese ganze Spinatgeschichte mit Popeye und so alles auf eine Studie zurückgeht, wo eine Kommastelle falsch gesetzt war. Und eigentlich hat Spinat, glaube ich, nur ein Zehntel oder sogar nur 1% von dem Eisenanteil, was man damals dachte. Und eigentlich ist Spinat überhaupt nicht viel mehr eisenhaltig als anderes Zeug. Also das meiste andere Blattzeug ist genau gleich eisenhaltig auf das Abtropfgewicht gerechnet. Oder besser gesagt, die trocknet. Insofern ist Spinat ja nicht so doll. Diese Schläger könnten nicht mal Ned Flanders überfallen. Hast du mal Ned Flanders? Das gibt doch hier diese eine Szene mit Ned Flanders beim Skilaufen, wo diesen sagt, ich habe hier diesen ultra engen Anzug an. Das ist, it feels like I'm wearing nothing at all. Wo Homer dann den Berg runter verdeckt, er nochmal da dran, der sagt, stupid sexy Flanders. Und da siehst du, dass Flanders voll viel Muskeln hat. Das ist voll der fette Typ, der trägt bloß immer, kräftige Typ, der trägt bloß immer so weite Klamotten. Also, bist du jetzt bereit zu reden? Was habe ich gesagt? Kräftig. Kräftig? Naja, kräftig ist ja nicht immer ein Euphemismus für fett. Nee, die kannst du nicht irgendwas drehen, wie du willst. Kann man auch einfach mal wortwörtlich, dass Leute Kraft haben. Da kommt es schließlich her, das ist der Wortstab. Jetzt brauchst du mir jetzt nicht die Google-Duden auf zu Google, da kommt bestimmt wieder raus, dass du recht hast. Ist mir egal. Hallo Marv. Der Lockdown hat noch gar nicht gesagt. Nein, was soll's. Also, jetzt erzähl mal über das Bulk, das du erwähnt hast. Hast du gehört, Punk? Jetzt öffne deinen Mund oder ich mache für dich auf. Also, hast du jetzt Saki gekidnappt oder nicht? Schau, wir haben niemanden genommen. Das nur irgendeine Schlampe, die jetzt vorbeigekommen ist, die erzählt hat, sie wäre das Mädels Mutter. Was könnte ihre Mutter mit den Tamashiros zu tun haben? Die alte Schlampe schläft mit dem Boss. Wahrscheinlich weiß sie nicht, dass sie einfach nur eine weitere Kerbe im Bettposten für ihn ist. In anderen Worten, ihr habt keinen Grund, Saki zu behalten. Gib sie zurück! Hab ich dir gesagt? Da hat eine F gefehlt und... Schau, wir haben sie nicht in einen Käfig oder so. Sie und ihre Mutter können überall hingehen. Ich glaube, da ist mehr, als du uns hier glauben lässt. Vielleicht sollten wir deinen Boss mal besuchen. Rikaya, wo ist das Tamashiro-Büro? Bist du komplett verrückt, älterer Bruder? Wir können doch ja nicht einfach da hingehen, nur wir beide. Hey, der Junge hat recht. Die werden dir die Gliedmaßen entreißen, wenn du da hingehst. Aber wenn du wirklich sterben willst, kann ich dir sagen. Es ist in der Straße hinter den Laden. Hast du mal gehört, Rikaya? Lass uns gehen. Aber großer Bruder. Ich bin mir gerade immer noch nicht sicher, ob Aniki wirklich großer Bruder heißt. Ich behaupte das immer die ganze Zeit. Das könnte eventuell gar nicht... Mit denen kannst du mit den Leuten reden, die groß auf die Pfeile bewundern, damit du auch für so Trottel wie ich dieses Spiel bedienen können. Das ist mal schon... Hatsumachi arbeitet, aber... Achso, das Hatsumachi ist ja der Hostess-Club. Also es ist ein Mädel, was im Hatsumachi-Club arbeitet. Von dem, was ich gehört habe, Tamashiro, der Kopf der Tamashiro-Familie, ist ein ganz schöner Playboy. Er hat viele Mädels in seinem Ort. Aber in der Sekunde, in der er gelangweilt von einer ist, bringt er sie zu einer seiner Hurenhäuser. Er ist ein ziemliches Arschloch. Ich habe seine letzte Eroberung in der Stadt umherlaufen lassen, mit der Nase so hoch in der Luft, als würde sie den ganzen Ort, als würde ihr alles gehören. Aber du brauchst nur warten. Er wird sie ziemlich schnell in den Abgrund schicken. Dings. Das war die Übersetzung war eh schlecht. Egal. Ein wissender Mann. Die Kontrolle von der Ryuko-Innenstadt ist geteilt zwischen der Ryodo-Familie und der Tamashiro-Familie. Die Ryodo-Familie ist klein, aber jeder mag sie. Man kann das nicht das gleiche über die Tamashiro-Familie sagen. Das sind also die bösen Yakuza. Sie nehmen, was sie wollen. Ja, es ist manchmal ein bisschen romantisiert. Also das ist halt
generell so ein Ding, dass die Yakuza, wo die hier diese Flugkatastrophen waren, da wurden die, waren natürlich die Yakuza auch irgendwie die ersten, die Lebensmittel draußen hatten. Ach so. Die halt hier so Unterstützungszeug gebracht haben. Ja, aber ansonsten ist das wie so ein Robin Hood-Mythos. Du überfällst das die Reichen und wirfst den armen Leuten so ein paar Brocken hin. Ich glaube tatsächlich, dass sie das aus deinem Eigennutz machen. Sorry. Natürlich, das ist genau wie. Nee, oder hier die in Südamerika, die Drogenkartelle. Das ist halt, unter denen zu leben, ist auch nicht so geil, wenn sie mal. Die müssen doch irgendwie ohne Geld verdienen und neue Leute anwerben. Da brauchst du halt Leute unter dir. Naja, anwerben, den führen ja einfach Leute. Nee, das ist ja nicht das Problem. Aber zum Beispiel Escobar, genau der Ort, wo er wohnt hat, den Leuten ging es auch halbwegs gut, weil da immer sein Zeug denen geholfen hat. Aber das ansonsten, im Großen und Ganzen ist halt, wenn so die Rechtsstaatlichkeit abhanden geht, so ein bisschen scheiße. Wenn der irgendwie so ein komischer Mitteltyp da entscheidet, er schießt sich auf offener Straße. Und prinzipiell kannst du da wenig machen, außer vielleicht zu dem Boss gehen. Wenn du dann erschossen bist, brauchst du auch nicht mehr darüber reden. Ja, gehst hin, weil seine Tochter vergewaltigt hat, dann gehst du halt zum lokalen Mafia-Boss dahin oder zum Kartell-Boss und der sagt dann, das ist mein bester Mann, schade, sucks to be you, oder was auch immer. Selbst wenn es nicht so ist, das Problem liegt ja auch darin begründet, dass du denen dann quasi einen Gefallen schuldig bist, mehr oder weniger. Ja, ich hab auf jeden Fall, das ist halt ungünstig. Nun? Das ist ja, wenn niemand in der Schuld steht, dann Arschloch ist. Nirgendein Let's Play habe ich das mal lang und breit ausgeführt. Da habe ich mich, glaube ich, 20 Minuten lang aufgehalten, dass das hin und her. Das ist halt ein gutes Diskussionsthema. Das kann man lang und breit ausführen. Aber wir sind hier mitten in einer spannenden Mission. Deshalb mache ich das jetzt nicht. Wenn sie nehmen alles, was sie wollen, mit Kraft und sie werden jeden zerquetschen, der ihnen entgegensteht. Angeblich sind sie mit irgendeiner großen Gruppe vom Festland verbunden. Ich sage mal Festland, aber eigentlich an sich ist Japan ja auch nicht wirklich Festland. Aber die Hauptinsel. Also denken sie, sie können alles tun, was sie wollen. Ja, wahrscheinlich kommt am Ende raus, dass sie mit dem Togo. Wer ist er denn? Ein wütender Punk, der übrigens auch einen super tollen Kleidungsgeschmack hat. Weißt du nicht, wer ich bin, du kleines... nee, warte, du Stück Scheiße. Ja. Da hast du nichts zu sagen, großer Mann. Ich werde dir dein Herz rausreißen. Ein Straßenschläger. Oh. Ich habe wieder immer nicht schnell genug reagiert. Das hat seine Brille auf jeden Fall nicht überlebt. Okay, guck mal einer. Iri? Ah, der. Es ist ja, glaube ich, über die Touristengegend. Also, das ist. Zumindest hier im Spiel wird halt erzählt, dass hier öfter mal Leute vorbeikommen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass halt. Dass du schon irgendwie so ein Okinawa schon als Japaner geil Urlaub machen kannst. Wenn du halt. Weil das. Das ist die Hauptinsel. Wie heißt denn die ehrlich? Japan-Hauptinsel? Naja, okay, gut, danke. Auf jeden Fall, wenn du auf der japanischen Insel bist, auf der Hauptinsel bist, die hat ja auch jetzt schon das Regenwetter. Das ist eine Insel, logischerweise, aber das ist ja auch nicht so unendlich warm da. Und hier dieses Okinawa, das ist ja schon irgendwie ein bisschen tropisch, sag ich mal. Hokkaido? Hokkaido könnte. Nee, Hokkaido ist die komische. Honshu ist es denn. Hokkaido ist ja die Eisinsel Japan oben. Japan besteht aus mehr als 6000. Ja, dann nenn doch mal alle 6000 Inseln. Die meisten davon sind aber sehr klein. 98% des Landes verteilen sich auf die vier Hauptinseln. Hokkaido, Honshu, Shikoku und Kyushu. Fuck. Hokkaido ist die oben, die kalte mit den komischen Essen. Ja, Hokkaido wissen wir, wo das ist. Ja. Tokio ist auf Honshu. Honshu, okay, Honshu. Und Shikoku ist das, was sich quasi an Honshu so ein bisschen anschließt. Und unten die kleine ist Kyushu. Ja, gut. Gut, also Honshu ist die... Also Honshu ist die Insel, wo Tokio drauf ist, mehr wollen wir nicht wissen. Beruhig dich mal an. Es tut mir so leid, das war doch nur ein Scherz. Los, ein schlechter Scherz. Hier, nimm. Ich habe ein bisschen... Oh, ich kriege fancy 3000 Yen. Juhu. Ich habe auch schon dreckige Yen gekriegt. Sie haben, die Yen haben immer Adjektive. Das ist eigentlich ganz witzig. Jetzt ist schon wieder diese dumme Minimap weg. Die backen das Geld. Okay, gut. Ja, wirklich, damit das ein bisschen Desinfection hat. Okay, hast du schon mal ein Abklatschpräparat von so einem komischen Schein gemacht? Nee, natürlich nicht. Ich dachte, Geldscheine sind Antibakterien. Okay, mit diesem wunderschönen Fun-Fact gehen wir in die nächste Episode.